Ich bin Soziologe. Okay. Man sieht, kann ich nicht mit Technik. Also, das Problem, welches ich sonst noch habe, ist, dass ich mich mit etwas beschäftigt habe, was sich nennt, und jetzt möchte ich erstmal meinen Vortrag finden, Markensoziologie. Es gibt viele Dinge und Marken spielen ja überall eine Rolle. Und ich möchte Ihnen gerne mal erläutern, wie die Markensoziologie eigentlich Marken betrachtet. Normalerweise kennen Sie Soziologen. Das sind nämlich die Menschen, die Sie heute Abend hierher gefahren haben, nämlich im Taxi. Das ist ein Soziologe. Wenn der Soziologe nicht Taxi fährt, dann ist es meistens so, dass Sie viele Soziologen finden, die sehr angestrengt diskutieren. Also wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis, ist so das Credo der Soziologie. Ich hatte das Glück, wenn ich gesagt habe, so vor einigen Jahren, ja, ich studiere Soziologie und es war das erste Date, dann war es immer ganz toll, weil dann immer die Frauen sagten, ja, schön, wenn sich Männer auch sozial engagieren. Das war so ein bisschen der Hintergrund der Soziologie. Und es gibt Soziologen, die arbeiten in der Werbung und in der Medienbranche. Und ja, zu denen gehöre ich. Also von daher möchte ich Ihnen gerne dieses Thema näher bringen. Ich glaube, wenn man sich mit Marken beschäftigt, wenn man Markensoziologe ist, dann weiß man, so wie lebende Systeme, biologische Systeme, und heute kommen ja ganz viele Biologen, also ich bin hier, glaube ich, der einzige Geisteswissenschaftler, dann weiß man auch soziale Systeme, die haben auch ihren genetischen Code. Da spricht man dann von Memen, also von Memories. Und wenn man sich die Soziologie anschaut, dann hat sie ja ein großes Imageproblem. Das liegt wahrscheinlich an diesem Herrn, das ist Auguste Comte. Der hat im 19. Jahrhundert den Begriff der Soziologie geprägt, Soziologie damals. Und wenn man sich seine Biografie etwas anschaut bei Wikipedia, dann sieht man, Comte war bekannt als arrogante, energische und mitreißende Persönlichkeit. 1826 erkrankte er und wurde in eine psychische Heilanstalt eingewiesen. Er wurde auch immer als ungeheilt entlassen. Das ist so ein bisschen das Problem der Soziologie bis heute. Ich möchte Ihnen heute ganz gerne in den Minuten, die ich noch habe, Ihnen meine Dissertation vorstellen. Das war also der Vortrag Markensoziologische Werbung, eine Analyse der ökonomischen Funktion kultureller Resonanzfelder. Hier wird das erste Problem deutlich, keiner versteht, was man eigentlich sagen möchte. Es geht um Folgendes: Mein Fiat, der Papst und das soziale Vertrauen, eine Einführung in die Markensoziologie. Was kann das bedeuten? Das ist mein Fiat. Mein Fiat Punto, seit 10 Jahren fahre ich damit, ich bin sehr, sehr glücklich mit diesem Wagen. Er fährt, und wenn ich jetzt sage, Fiat, was kommt dann von Ihnen? Was sagen Sie mir dann? Fehler in allen Teilen. Super, vielen Dank. Fehler in allen Teilen war hier die Resonanz. Sagt jemand, nein, mein Fiat ist super. Da fängt Marke an. Da ist plötzlich ein kollektives Urteil. Da sprechen wir plötzlich über Stereotype. Und das Schöne ist, normalerweise müsste jetzt ja vor Ihnen so ein richtiger Ökonom stehen, so ein richtiger Betriebswirtschaftler mit viel schwarzen Klamotten und zurückgegelten Haar. Nein, Marke ist ein soziales Phänomen, das betriebswirtschaftliche Auswirkungen hat und nicht umgekehrt. Das ist ja das Schöne. Man spricht immer von Verbraucherministerien und dass wir Dinge verbrauchen vom Konsumenten. Das tun wir eben nicht. Wenn wir es nur täten, was vielleicht gut wäre, dann gäbe es nicht 100 verschiedene Automarken oder 300 verschiedene Kaffeesorten. Das ist nämlich das Tolle. Sehen Sie mal so einen Starbucks-Kaffee. Wenn Sie sich erinnern, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren bin ich mit meinen Eltern in einen Kaffee gegangen und dann konnte man wählen zwischen einer Tasse Kaffee und einem Kännchen Kaffee. Das war die Wahlmöglichkeit. Das war schon sehr, sehr viel. Wenn man heutzutage in ein Starbucks-Kaffee gehen würde, dann würden Sie 6000 unterschiedliche Kombinationen dort haben und es würde 16 Jahre benötigen, damit Sie einmal einen Kaffee getrunken haben, aber einmal eine Spezialität einmal probiert hätten. Und wir können das ganze Spiel weiterspielen. Situation im Marketing heute. McDonalds-Produkte in den 70ern. Heute sind wir eigentlich schon 2013 bei 200 oder 300 Produkten. Also hier ist eine exponentielle Vermehrung der Möglichkeiten. Das, was wir wählen können. Das, was wir haben. Und das können wir weiterspielen. 3000 Werbebotschaften pro Tag. Jedes Jahr werden in Europa 38.000 neue Marken angemeldet.
und der Grundwortschatz eines durchschnittlich gebildeten Deutschen, das ist schon eine ganze Menge, sind 5000 Worte. Das Problem ist also, dass das, was wir machen, was wir sind, sehr, sehr begrenzt ist. Höchster Berg Deutschlands. Zweithöchster Berg. Ich weiß es nicht. Das ist eben der entscheidende Punkt. Wir merken uns relativ wenig. Marke entsteht immer durch die Reduktion von Komplexität. Ich kann H&M sagen. Das war jetzt böse. Kinderarbeit, genau. Einigen wir uns alle drauf. Textilien, was auch immer. Egal, zum Schluss bleibt, selbst eine Marke wie Mercedes-Benz, ob man sie mag oder nicht, die hat es in 130 Jahren Werbung. Mit dieser Werbung hätte man sicherlich sehr, sehr viele Dinge machen können. 3 Vorteile in den Köpfen der Menschen weltweit zu verankern. Deutsches Auto, solide Qualität, Sicherheit oder großes Auto. Das ist eben das Entscheidende. Die Menschen denken heutzutage, Werbung plus Logo gleich Marke. Schon habe ich eine Marke. So funktioniert Marke aber nicht. Denn da passiert etwas anderes. Da ist irgendetwas in den Köpfen der Menschen. Ein gleichgerichtetes, kollektives Urteil. Und um das Ganze zu verstehen, muss man sich einen Gründervater der Soziologie anschauen, nämlich Ferdinand Tönnies. Der lebte in einem kleinen Hauberg auf dem Weg nach Sylt, da irgendwie in Ollenswort. Und hat viele kluge Dinge gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass man unterscheiden muss zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft. Ich habe ihn mal besucht hier mit meinem netten Kollegen im ersten Studienjahr an Zische. Und da waren wir dann und haben dann mal sein Denkmal besucht. Aber entscheidend ist Folgendes. Gemeinschaft, das ist Gefallen, das ist Sitte, das sind gewachsene Rituale, das sind ungeschriebene Gesetze, das ist Vertrauen, das ist Familie. Eine Familie kann ich nicht kündigen. Selbst wenn ich sage, ich sage mich von meinen Eltern los, ich bin immer noch deren Kind. Selbst die Mutter, die dann einen Menschen, der vielleicht ein Massenmörder war, im Gefängnis besucht und sagt, und dann von der Journalie gefragt wird, wie können Sie so einen Menschen besuchen, sagt, ja, das ist immer noch mein Sohn, das ist immer noch meine Tochter. Das ist Familie, das ist Gemeinschaft. Und deswegen ist es auch so schwierig, Gemeinschaften zu verändern. Und auf der anderen Seite, da gibt es Gesellschaft, das ist Vernunft, das ist Vertrag, das ist die konstruierte Struktur, das sind ausformulierte Gesetze, das ist die Firma. Ich kann sagen, nach 3 Wochen, wenn es mir nicht gefällt, ich kann da kündigen, dann bin ich da raus, dann suche ich mir eine neue Firma. Und in diesem Spannungsfeld, da agiert die Marke und da agiert das Produkt. Wenn ich es geschafft habe, als Marke Gemeinschaft zu sein, denken Sie an die Tausenden, die vor den Apple Stores campieren, dann ist es mir tatsächlich gelungen, alles andere auszuschalten. Dann prüfe ich nicht mehr, dann mache ich einfach, dann kaufe ich und viele Menschen freuen sich darüber. Produkte, das ist immer, na, wenn ich sage, ich habe nicht so viel Kohle, jetzt muss ich mir irgendwie doch noch was zu essen kaufen, dann kaufe ich das weiße Produkt. Und das muss ich wissen, wenn ich das mache. Und da gucken wir uns so, es ist schön hier beim Humanistentag den Papst zu zeigen. Ex-Papst Emeritus. Also, entscheidend ist Folgendes. Das ist das älteste Event der Welt mit. Seit 500 Jahren passiert da relativ wenig. Papst kommt raus. Froh und gesegnete Ostern. Menschen jubeln, Papst geht wieder ran. Als er dieses Mal das nicht gemacht hat, der neue Papst, waren alle ganz, ganz enttäuscht und entsetzt. Hat nämlich nicht auf den Landessprachen gegrüßt. Warum? Was passiert da? Hier ist irgendeine Struktur, irgendetwas, was von den Menschen erwartet wird. Irgendetwas, was dazu führt, dass ich einen Marktanteil von 25% in der ARD habe. Am Ostersonntag. Dass die Menschen sagen, das will ich sehen, da passiert nichts Neues. Ich hätte jetzt auch Dinner for One zeigen können. Es wäre strukturell das Gleiche gewesen. Und das ist es eben. Das Geheimnis erfolgreicher Marke bedeutet immer die Wiederholung des Erfolgsmusters. Und die Integration von Entwicklungen finden typisch und damit Markenstärken statt. Das Prinzip dahinter, danke ihr Biologen, heißt Selbstähnlichkeit. Das haben wir den Biologen geklaut. Und das kennt man aus der Biologie. Ein Farn. Im Kleinen sehe ich das, die große Struktur wieder. Und immer wenn ich weiter ranzoome, dann sehe ich wieder die große Struktur. Darum geht es. Darum geht es, wenn ich mich mit Marken beschäftige. Und das kann ich eben auf der biologischen Ebene sehen. Ups. Oder ich kann es hier sehen. Neu seit 1974. Die haben es verstanden. Ob man es gut mag oder nicht, oder schlecht findet oder was auch immer. Hier geht es um die Struktur dahinter. Hier hat tatsächlich jemand begriffen, ich muss, wenn ich eine starke Marke sein will, tatsächlich bestimmte Leistungsmuster wiederholen. Also, Marke.
Marke entsteht, wenn sie ein positives Vorurteil über die Leistung eines Unternehmens gebildet hat. Das ist es eben. Marke ist zum Schluss nichts anderes als das Vorurteil, das wir alle in den Köpfen haben. Fiat Fehler in allen Teilen. Genau darum geht es. Natürlich sollte es positiv sein, aber wenn ich es geschafft habe, dann ist das kostenlose Energie, die ich immer wieder anzapfen kann. Und deswegen heißt es, Leistung über die Zeit bildet Vertrauen, das ist Marke. Und zum Schluss ist das, was Marke ist, eben nicht der Mensch, der vielleicht irgendwie das juristische Zeichen geschützt hat, sondern das ist das, was in aller unserer Köpfe ist. Vielen Dank, es war mir eine große Ehre und ja, Dankeschön. Tschüss.